Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr mich wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um manuelle Therapie, Blockaden lösen. Was die Muskulatur anbetrifft, wenn wir Schwierigkeiten haben mit Bronchien und mit Schleim, der sich gebildet hat, um den abzuhusten oder einfach da auch etwas zur Heilung zu bringen. Weil wenn sich Muskulatur durch falsche Zugkräfte so schützend stark drum legt, dann ist da viel blockiert, was sonst frei fließen könnte. Okay? Also erstmal zum Verständnis, wie Muskulatur arbeitet oder wie wir als selbstregulierendes System arbeiten. Es gibt ja immer beide Richtungen, lebensbejahend, lebensverneinend, je nachdem. Es geht nur immer in die beiden Richtungen. Ja? Unsere Muskulatur und unser Bewegungsapparat hat die Aufgabe, wenn eine Gesamtaufgabe gelöst werden will und ein Teil da nicht mit involviert werden kann, der aber wichtig wäre, dann übernehmen andere Teile zur Lösung der Gesamtaufgabe diesen Part. Zur Veranschauung ein kleines Beispiel, dazu schiebe ich euch mal ein bisschen weiter weg. Wenn ich jetzt hier eine Kraftübertragung haben will nach innen und nur über die Muskulatur hier unten gehe und ich habe aber zu wenig Kraft. Was passiert dann? Dann nehme ich halt noch hier die Seite mit und bis nach oben. Ja? Also ein Teil kann es nicht alleine schaffen, aber wir sind so intelligent und selbstregulierend, unser Unterbewusstsein, jede einzelne Zelle, dass wir sofort in den Ausgleich gehen. Auf Dauer ist das natürlich eine Fehlbelastung. So, heute möchte ich euch zeigen, wie wir abhusten oder Schleim, der sich gebildet hat in den Bronchien, durch Muskulaturlockerung, durch Griffe, durch bestimmte Techniken, muss ich auch gleich husten, wie wir das schaffen, dass das ein bisschen besser geht. Als allererstes natürlich trinken, 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 keine Softdrinks, Wasser, 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 Wasser. Ja? 2 Liter, still bitte, stilles Wasser, auch Kohlensäure macht sauer, ja, Säurebasenhaushalt, stilles Wasser, 2 Liter, exklusive anderer Getränke, ja, exklusive Tees, exklusive Fruchtsäfte, alles exklusive. Also 2 Liter Wasser, Grundvoraussetzung am Tag, damit Informationen überhaupt fließen können. Ich habe jetzt kein Mikro dran gemacht, weil ich muss hier jetzt gleich ein bisschen arbeiten mit euch. Ja? Ideal wäre es natürlich, wenn ihr jetzt einen Partner habt. Ja? Ihr macht es bei eurem Partner und der Partner macht es bei euch. Das wäre natürlich klasse. Ansonsten müsst ihr euch alleine behelfen. Ich gucke gerade, wo die Hunde sind. Also, wir haben hier ganz viele Muskeln. Ja, wir haben zum Beispiel hier einen Muskel, der geht durchs Brustbein, innen drin bis zum Schambein. Ja? Haltung. Ne? Also dazu vielleicht ganz am Anfang auch nochmal was. Unsere Haltung macht sehr viel aus. Wenn ich natürlich eine Haltung habe, die auch den Thorax sehr einengt, die Herzfunktion einengt und eben auch das Lungenvolumen senkt, wenn ich das nicht trainiere, dann habe ich auch ein Problem, wenn ich einen bronchialen Infekt kriege durch Viren. Thorax-Aufrichtung ist ganz wichtig. Also dazu setze ich mich jetzt hier mal so rum, dass ihr das sehen könnt. Ihr nehmt die Hände locker bitte, wenn ihr jetzt einen Stand habt oder sitzt neben eurem Körper. Geht mal in die Schulterrolle nach hinten und dann habt ihr schon eine optimale aufrechte Haltung. Unser Gehirn denkt in großen bunten Bildern. Deswegen stellt ihr euch bitte jetzt noch Folgendes vor. Ihr stellt euch vor, vom Steißbein habt ihr einen Faden wie so eine Marionette und es gefällt nicht jedem. Deswegen mache ich gleich noch ein anderes Beispiel und der geht hier oben raus gerade. Bitte gerade. Ja?
Das nächste Beispiel, große bunte Bilder. Ihr tragt ein wunderschönes Amulett. Und dieses Amulett, das muss jeder sehen. Da habt ihr auch schon gleich eine aufrechte Haltung. Unsere Arme pendeln meistens zu sehr nach vorne. Da habt ihr schon wieder die vorgezogenen Schultern. Nehmt die Rolle, Amulett, Faden. Und jetzt, wenn ihr im Bewegungsablauf seid vom Gehen, bitte die Arme mehr nach hinten als nach vorne. Dann habt ihr schon gleich eine ganz andere Bewegungsfreiheit auch in der Hüfte. Also ihr seht, es hängt alles miteinander zusammen. Aber jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Wir haben hier einen Muskel, der zieht sich, man sieht den hier, der zieht sich hier ganz runter. Den müssen wir aktivieren. Unsere Muskulatur muss hier richtig schön weich werden. Wir haben auch weiter hier hinten einen Muskel, der hängt mit dem Trapezmuskel. Hier oben sind also Sehnenansätze, die hängen wieder zusammen mit den anderen Muskeln. Und ihr wisst ja, Ängste, Sicherheitsverlust und Unsicherheit, Stress verursacht das. Und Stress verursacht wieder, dass ich mehr Muskeln anspanne. Also da jetzt ganz bewusst in diese Lockerung zu gehen, unterstützt natürlich durch die Thoraxöffnung unsere Möglichkeiten, dass wieder andere Systeme in uns gut funktionieren können. Alles hängt miteinander zusammen und alles ist wichtig. Also wir haben hier unterhalb des Ohres am Schädelansatz einen Muskel, das ist das Sternocleidomastoid und den, also ich halte mich hier zurück mit, mit den ganzen Erklärungen, wie die Muskeln heißen, weil das bringt jetzt nichts. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben hier, genau, beim Sternocleido. Also, hier gehen wir und können diesen Muskel schön lockern. Wir nehmen dazu Daumen, Mittelfinger, Zeigefinger. Ja? Wir fixieren hier mit dem Daumen, lösen von hinten hinunter bis unten zum Ansatz. Ihr merkt schon, wie andere Muskelpartien da durchaus mit betroffen sind. Ja? Wir haben weiter hinten nochmal einen Muskel, der geht hier hinten genau über in unseren dicken, fetten Trapezmuskel, da wo sich der Stress auswirkt, ne? Wenn das hier hinten verhärtet ist. Aber um den geht es jetzt nicht. Wir machen jetzt hier vorne die Partie. Ja? Den gehen wir schön von unten nach oben, von oben nach unten. Wir können ihn auch mit sanftem Druck bearbeiten. Dann haben wir hier am Schlüsselbein, hier bis da, hier oben die Ansätze, stimulieren die Rezeptoren, die tiefer liegende Muskulatur. Überall da, wo es euch unangenehm ist, da ist Bedarf. Ja, da bleibt ihr mal schön drauf. Da, wo unangenehme Schmerzen sind, da ist Luft nach oben, da kann es ein bisschen weicher werden. Hier haben wir einen Punkt, müsst ihr aufpassen, ja, hier ist gleich der Kehlkopf, ihr merkt das auch, wenn ihr da drauf drückt, da könnt ihr stimulieren. Und dann haben wir hier jetzt unterhalb des Schlüsselbeins, haben wir die Muskelgruppe, um die es ebenfalls geht. Wir gehen also hier unterhalb des Schlüsselbeins und massieren in kreisenden Bewegungen nach außen hin zur Schulter. Wir können auch hier den Muskel
hier halten und mal hier richtig unterhalb der Schulter nochmal reingehen und mit dem Daumen jetzt hin zu der Innenseite. Das wird am Anfang erstmal unangenehm sein. Da alle Muskeln miteinander in Verbindung stehen, habt ihr auch automatisch am Trapezmuskel eine Erleichterung. Aber es geht ja um unsere Bronchien. Das hängt damit zusammen. Haltung, Öffnung, Thorax, Freimachen, bessere Atmung und hier jetzt Stimulation. Hier in der Mitte geht ihr jetzt leicht bis in die Mitte rüber und stimuliert hier, macht das richtig schön weich. Und wie gesagt, überall da, wo ihr denkt, ouch, da geht er richtig rein. Ja? Das Ganze macht er auf der anderen Seite ebenfalls. Und wenn ihr einen Partner habt, dann ist das natürlich toll, wenn ihr gegenseitig euch diese Anwendung machen könnt. Das war's für heute. Ganz auf die Schnelle hier im Chaos. mit viel Umgebung heute. Ja. Ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt. Probiert es aus. Es ist herrlich, es tut gut, es unterstützt. Beherzigt die Tipps, setzt es einfach mal um. Schaut, wie es euch bekommt, wie ihr euch damit fühlt. Und wem das Video gefallen hat, da bitte ich euch, bitte abonnieren, teilen, liken, hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Gebt mir gerne Feedback, wie das bei euch so geklappt hat. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao.